Herzlich willkommen zum Trainingstuesday aus Nordkirchen. Heute geht es um die Hanglage und zwar der Stand über dem Ball. Ich habe nun meinen Ball hier an der Bahn 11 etwas verzogen und liege vor dem Baum und ich muss über dem Ball stehen. Was mache ich nun in dieser Situation? Es ist für mich die gleiche Situation wie die Bergablage. Ich ändere nur die Fußposition nicht. Das heißt, durch die Hanglage habe ich ja eine Position meines Schlägers, die so zeigt. Da ich jetzt aber meinen Ball nur nach links lege und die Schulter somit etwas nach links ausgerichtet ist, verändere ich meinen Stand nicht und kann somit einen ganz normalen Ball spielen. Also ich ziele hier Mitte grün, positioniere meinen Ball etwas mehr zum linken Fuß, lasse aber meinen rechten Fuß stehen, ich ziehe nicht zurück und schwinge nun meinen Schläger ganz einfach wieder von außen nach innen dem Hang nach. Würde ich von innen schwingen, habe ich zu früh Bodenkontakt. Also Standposition einnehmen und leicht von außen nach innen schwingen. Und schon habt ihr den Ball gut getroffen und er landet Mitte grün. So, das Ganze nun nochmal aus dieser Perspektive. Ihr richtet euch nun Mitte grün aus, nehmt euren Ball ganz leicht links wieder im Stand. Den rechten ziehen wir jetzt nicht zurück, denn wenn wir jetzt in unsere Ansprechposition gehen, ist die Schulter mehr geöffnet, somit zielen wir auch mehr zur anderen Seite und das gleicht so ein bisschen den Leihwinkel aus. Also ich nehme meine Standposition ein und schwinge nun von außen nach innen. Und schon habt ihr einen guten Ballkontakt und ihr habt keine Probleme, den Ball aus dieser Hanglage aufs Grün zu spielen. Der Ball kommt etwas mehr nach vorne, der rechte Fuß bleibt stehen, der wird nicht so zurückgezogen wie in der Bergablage und schon habt ihr keine Probleme, diesen Ball zu spielen. Schwingt etwas von außen nach innen. Viel Spaß beim Üben, bis bald, euer Matthias.